Moin! Heute schauen wir uns die katilinarische Verschwörung etwas genauer an. Viel Spaß! Alles klar, bevor wir mit der katilinarischen Verschwörung beginnen, schauen wir uns erstmal kurz die politische Situation in Rom an. Wir befinden uns ca. 63 v. Chr. Und Sullas Diktatur ist ca. 20 Jahre her. Falls ihr euch dafür auch interessiert, da haben wir ein Video zu gemacht, das findet ihr auf dem i. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sulla während seiner Regentschaft Reformen durchgeführt hat, die dem römischen Senat wieder mehr Macht gegeben haben, als das vorher der Fall gewesen war. Im Kern geht es bei der katilinarischen Verschwörung in erster Linie um Macht. Lucius Sergius Catilina hatte schon 66 v. Chr. Versucht, sich zum Konsul wählen zu lassen. Er wurde aber nicht als Bewerber zugelassen, da ihm ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch an der Backe hing, ein sogenanntes Repetundenverfahren. Auch 64 v. Chr. Darf Catilina nicht für das Konsulat kandidieren, das ist ihm erst 63 v. Chr. Möglich, wo er aber dem bekannten Redner Marcus Tullius Cicero unterlag. Im selben Jahr will er sich dann noch für das Konsulat im Jahr 62 v. Chr. Bewerben, was unter anderem auch Cicero nicht durchgehen lässt, und die Bewerbung des Catilina scheitert erneut. Catilina war gefrustet und außerdem von den Gerichtsverfahren und vorausgegangenen Wahlkämpfen relativ pleite und entschloss sich, auf einem anderen Weg an die Macht zu kommen. Vor allem in Etrurien sollten 63 v. Chr. Truppen ausgehoben werden, die dann nach Rom ziehen, prominente Persönlichkeiten ermorden und Brandanschläge verüben sollten, sodass Catilina dann während großer Verwirrung die Macht an sich reißen konnte. Der Konsul Cicero war jedoch von Briefen der Fulvia, die eine Geliebte von einem der Verschwörer war, über die Pläne einigermaßen in Kenntnis gesetzt worden und erhielt kurze Zeit später noch Beweise von den geplanten Mordanschlägen in Form von anonymen Briefen. Daraufhin versammelte sich der Senat und Cicero legte den Senatoren seine Beweise vor, woraufhin der Senat den Notstand beschloss. Die Truppen in Etrurien waren zwar schon aufgestellt, jedoch konnten sie nun nicht mehr nach Rom ziehen und die Mordanschläge verüben, da die Pläne ja an die Öffentlichkeit gelangt waren. Catilina wurde angeklagt, jedoch tat dieser so, als wüsste er von nichts und bot sogar an, sich in Privathaft zu begeben. Privathaft heißt, dass er in dem Anwesen eines römischen Mannes leben müsste, der dann die Aufgabe hätte, Catilina zu bewachen. Schließlich begab er sich in Privathaft von Marcus Metellus, der diese Aufgabe aber nicht so gut erledigt hatte, da es Catilina kurz darauf gelang, zu fliehen. Run. Catilina plante, einen Mitverschwörer zu Cicero zu schicken, diesen ermorden zu lassen und sich selbst nach Ciceros Tod zu den Truppen nach Etrurien zu begeben, um mit diesen dann die Macht an sich zu reißen. Ciceros Ermordung scheiterte jedoch erneut, da dieser wieder von Fulvia gewarnt worden war. Am 7. November kam es dann zur ersten katilinarischen Rede vor dem Senat, in der Cicero von den Plänen Catilinas erzählte. Der war da sogar dabei, weil Cicero ja nicht ermordet wurde und er so nicht nach Etrurien aufbrechen konnte. Cicero erzählte in seiner Rede von den Taten des Catilina und war so überzeugend, dass der anwesende Catilina vor dem Ende der Rede den Senat verließ und aus Rom floh. Run. Daraufhin wird Catilina zum Staatsfeind auserkoren. Catilina bat mit seinem Heer die Allobroger um Hilfe, jedoch waren diese mit dem Senat verbündet und so fand der Senat viele Namen der Verschwörer heraus und ließ die in Rom gebliebenen Verschwörer festnehmen. Daraufhin gab es im Senat eine Diskussion über die Frage, wie mit den Staatsfeinden umzugehen sei. Letzten Endes einigte man sich darauf, die Staatsfeinde hinzurichten. Diese Entscheidung wurde im Nachhinein vor allem Cicero zum Verhängnis, der 58 v. Chr. Vom Volkstribun deswegen angeklagt und aus Rom vertrieben wurde. Und noch kurz zu Catilina. Er war ja vor der Verhaftungswelle aus Rom geflohen und versuchte, mit seinem Heer nach Gallien vorzudringen, jedoch wurde er von einem Senatsherr abgefangen und starb dann während einer Schlacht 62 v. Chr., womit die katilinarische Verschwörung offiziell gescheitert war. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würden wir uns über ein Like oder ein Abo freuen. Checkt gerne unseren Instagram-Account aus, da hauen wir täglich interessante Fakten rund um die Geschichte heraus. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö!